NIO stellte im Rahmen des NIO Day 2022 sein neues Modell EC7, ein Elektro-Coupé sowie die nächste Generation seines Elektro-SUV NIO ES8 vor. Beide Modelle basieren auf der neuesten Plattform der zweiten Generation von NIO. Darüber hinaus soll den Nutzern ein Erlebnis geboten werden, das in Bezug auf Design, Leistung, Komfort, Intelligenz, Sicherheit und Nachhaltigkeit alle Erwartungen übertreffen soll. Alles, was man über den NIO EC7 wissen muss, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Ausgerechnet an Heiligabend fand der NIO Day 2022 statt. Zu den Neuheiten gehörten ein Coupé-SUV namens EC7 und die Facelift-Version des ES8. Beide Modelle basieren auf der zweiten Generation der NIO-Plattform. Der NIO EC7 scheint die coupéhafte Version des EL7 zu sein. Über den EL7 habe ich natürlich auch schon ein Video gemacht und das findet ihr hier oben rechts im Video verlinkt. Beim NIO Day wurden auch eine neue 500 kW Ultraschnellladestation und die dritte Generation der Stromwechselstation vorgestellt. Letztere ermöglicht nun 408 Swaps pro Tag, eine Steigerung von 30% gegenüber der NIO Swap Station 2.0. Außerdem ist die dritte Generation mit je 2 Laserradaren ausgestattet. Sie kommuniziert zudem mit dem Auto und steuert es automatisch in die Wechselstation. Der NIO EC7 unterscheidet sich vorne nicht vom EL7, verfügt jedoch über intelligente ADB-Mehrstrahlscheinwerfer, die Muster oder Animationen projizieren können. An den Seiten hat der EC7 hinter der B-Säule einen ganz anderen Charakter. Ab hier beginnt die Dachlinie aggressiv abfallend und zieht sich flach über die Karosserie. Während der EC6 und der EL7 eckige Radhäuser haben, verfügt der EC7 über runde Radhäuser. Am Heck zeigt der EC7 den ersten aktiv verstellbaren Heckflügel des Unternehmens anstelle eines Ducktail-Spoilers wie beim EC6. Dieser kommt beim neuen Modell erstmals zum Einsatz und soll hierdurch die aerodynamischen Eigenschaften dieses Coupé-SUVs verbessern. Der Heckflügel bietet die Möglichkeit, den Luftwiderstand zu reduzieren und zu kontrollieren, indem er den Luftwiderstand verringert bzw. den Abtrieb erhöht. Das durchgehende Rücklicht endet auf beiden Seiten mit einer Rundung und nicht L-förmig wie beim EL7. Das Elektro-Coupé ist mit dem digitalen Panorama-Cockpit Pano Cinema ausgestattet. Ein digitales Cockpit, das sich aus dem weltweit ersten KI-Assistenten Nomi, dem 7.14 Soundsystem mit Dolby Atmos Panorama Soundtechnologie, den Lichtfall-Ambiente-Lampen, dem zentralen 12,8 Zoll AMOLED-Kontrollbildschirm und leistungsstarken AR- und VR-Geräten zusammensetzt und das Cockpit zu einem immersiven digitalen Raum für den Nutzer macht. Das 1,94 Quadratmeter große Panorama-Glasdach besteht aus zweischichtigem Schall- und Wärmeschutzglas. Das Glas bietet Elektrochromie-Eigenschaften und das heißt, die Transparenz lässt sich einstellen. Dabei stehen 5 Stufen der Lichtdurchlässigkeit zur Verfügung. Die DeSony IQ des gleichnamigen Premium-Wallbox-Hersteller aus Deutschland bringt mit ihr, wenn nicht sogar, die ultimative Ladelösung in eure Garage. PV-Überschussladen, Dienstwagenabrechnung und ein MID-Stromzähler sind schon eingebaut. Zusätzlich kann man die Wallbox über Over-the-Air-Updates auf dem Laufenden halten und sie dank integrierter, farblich anpassbarer LEDs als Lichtquelle nutzen. Zum Beispiel auch zum Anzeigen des Ladestatus. Außerdem hat sie sogar Boxen eingebaut und somit hat man alles in einer Wallbox vereint. Wenn ihr die hochwertige und eindrucksvolle Wallbox haben wollt, dann könnt ihr die DeSony IQ ab sofort mit dem Link in der Beschreibungsbox bei eautos.de bestellen. Und mit dem Code PROJECTDRIVE spart ihr euch beim Checkout nochmal 150 Euro. Also viel Spaß mit der DeSony IQ und weiter geht's! Der NIO EC7 ist 4,96 Meter lang, 1,97 Meter breit und 1,71 Meter hoch. Der Radstand beträgt 2,96 Meter. Mit einem Luftwiderstandsbeiwert von nur 0,230 ist der EC7 der SUV mit dem niedrigsten Luftwiderstandsbeiwert der Welt. So zumindest laut dem Hersteller. NIO bietet derzeit 3 Versionen des EC7 an. Darunter eine Version mit einem 75 kWh Batteriepaket für die Standardreichweite, eine Version mit einem 100 kWh Batteriepaket und eine Premierenversion mit einem 150 kWh Batteriepaket. Das Elektro-Coupé gilt als mittelgroßes Flaggschiff-Coupé-SUV, welches aus der hocheffizienten und elektrischen Antriebsplattform der zweiten Generation aufbaut.
Angetrieben wird das E-Coupé durch die Kombination aus einem 300 kW Hochleistungsinduktionsmotor und einem 180 kW Permanentmagnetmotor. Mit der Systemleistung von 480 kW und 850 Newtonmeter Drehmoment beschleunigt der EC7 in 3,8 Sekunden auf 100 km/h. Die Reichweite liegt bei 940 km, allerdings nach dem wenig anspruchsvollen chinesischen Zyklus CLTC. Das Kofferraumvolumen wird mit 442 bis 1449 Litern angegeben. Ob und wie viel der EC7 eventuell ziehen kann, ist leider nicht angegeben. Einschließlich der Batterie liegen die Einstiegspreise für die drei EC7-Versionen bei ca. 65.450 Euro, 73.300 Euro sowie 77.550 Euro. Entscheiden sich Verbraucher für die Battery-as-a-Service-Option von NIO, liegen die Einstiegspreise bei ca. 56.000 Euro bzw. 60.350 Euro für die beiden Versionen mit großem Akku. Die monatlichen Batteriemietkosten betragen ca. 132 Euro bzw. 225 Euro je nach gewählter Variante des EC7. NIO hat außerdem bereits kundgetan, dass E-Autofahrer den EC7 vorbestellen können und die Auslieferung im Mai 2023 beginnen wird. Vorführwegen und Fahrzeuge für Probefahrten werden ab Mai in den NIO-Geschäften erhältlich sein. Käufer des EC7 erhalten eine 10-Jahres-Garantie ohne Kilometerbegrenzung, bis zu 6 kostenlose Batterietausche pro Monat und eine kostenlose Wallbox für zu Hause. Und wie immer will ich wissen, was ihr vom NIO EC7 haltet. Findet ihr ihn optisch ansprechend? Ist der Preis gerechtfertigt? Und was sagt ihr zum 150 Kilowattstunden Akku? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!